Im Dezember letzten Jahres war ich für Uncovered auf den Philippinen. Seit Präsident Rodrigo Duterte hier im Amt ist, sollen mittlerweile über 8000 Menschen in einem brutalen Drogenkampf getötet worden sein. Angetreten war er mit dem Ziel, den Konsum und Handel von illegalen Drogen, meist Crystal Meth, zu stoppen. Dafür scheint ihm jedes Mittel recht. The campaign against drugs will continue. Maraming mamatay dyan, plenty will be killed until the last pusher is out of the streets. Until the drug manufacturer is killed, we will continue and I will continue. And I don't give a shit about anybody observing my behavior. Präsident Duterte ist ein Mann der klaren Worte. Immer wieder fordert er öffentlich zur Jagd auf Drogendealer, aber auch Konsumenten auf. Thilo will verstehen, warum die Situation hier auf den Philippinen so eskaliert ist. Wer sind die Opfer und wer die Vollstrecker in diesem Krieg? Hier an dieser Stelle ist ein Mensch erschossen worden, einer von vielen Tausend, die mittlerweile tot sind. Und das mit der Unterstützung des Präsidenten Duterte. Er führt hier seinen Krieg gegen die Drogen, aber ich habe das Gefühl, er führt eigentlich einen Krieg gegen seine eigene Bevölkerung. Unterstützung bei meiner Recherche bekomme ich vom Journalisten Sherbin Dacalanio. Er dokumentiert den War on Drugs. Für uns unvorstellbar. Aber über 3000 Menschen sollen allein während Polizeieinsätzen ums Leben gekommen sein. Ist es jetzt normal, dass so viele Menschen wegen Drogen in Manila sterben? Ja, das ist normal. Eigentlich sterben täglich Menschen. Häufig sind es arme Leute, die getötet werden, nicht die großen Fische. Die Lage ist unübersichtlich. Neben der Polizei stehen auch unbekannte Killerkommandos im Verdacht, Drogendealer und Süchtige zu töten. Vor einer Kirche in Manila werden Pressefotos von nächtlichen Tatorten ausgestellt. Sie geben Thilo einen ersten Eindruck von den Zuständen im Land. Das ist eine Tötung, wie sie die Killerkommandos machen. Die umwickeln das Gesicht mit Klebeband und oft gibt es ein Schild. Ich bin ein Drogendealer und Junkie, macht es mir nicht nach. Mit der Ausstellung will die Kirche aufrütteln, damit das Töten ein Ende nimmt. Doch noch ist nicht mal klar, wer hinter den anonymen Schützen steckt. Die Polizei bestreitet, mit Auftragsmördern in Verbindung zu stehen, geht aber auch in ihren Einsätzen mit tödlicher Härte gegen vermeintliche Drogenkriminelle vor. Angeblich handeln die Beamten in Notwehr. Menschenrechtsgruppen sprechen angesichts der vielen Toten von außergerichtlichen Hinrichtungen. Rodrigo Duterte ist seit Juni 2016 Präsident der Philippinen. Zuvor war er Bürgermeister und soll eine Todesschwadron befehligt haben. Die angebliche Bilanz? 1400 tote Drogendealer und andere Kriminelle. Duterte weist den Vorwurf zurück, brüstet sich aber dennoch damit, selbst schon zur Waffe gegriffen zu haben. Im Wahlkampf versprach er, 100.000 Verbrecher sollen im Kampf gegen Kriminalität und Drogen wie Crystal Meth, genannt Shabu, sterben. Kaum ein Tag vergeht ohne Skandalschlagzeilen und Verbalattacken. Duterte beleidigt nicht nur andere Politiker, sondern sogar den Papst. All das tut seiner Popularität innerhalb der Bevölkerung bisher keinen Abbruch. Warum ist Duterte so populär bei der philippinischen Bevölkerung? Weil sie wollen, dass jemand sie diszipliniert. Und persönlich, was denkst du? Ich denke, wir brauchen einen starken Führer. Du auch? Ja. Auch unter den 4 Millionen Menschen, die in Manilas Armenviertel leben, hat Duterte Anhänger. Viele hier arbeiten als Motorrad- oder Fahrradtaxifahrer. Und bei Hunger und Müdigkeit greifen sie zu Crystal Meth. Die Aufputschdroge ist in den Slums allgegenwärtig. Doch aktuell bringt nicht das Meth allein die Menschen um, sondern der Kampf dagegen. Totenwachen gehören zum traurigen Alltag. Ich will wissen, wer die Menschen hinter der wachsenden Zahl der Todesopfer sind. Direkt am Tag nach unserer Ankunft hören wir vom Tod des 44-jährigen Domingo. Ein Unbekannter erschoss den Sohn von Maria mit 5 Kugeln. Glaubst du, er wurde getötet, weil er Drogen genommen hat? Ich weiß es nicht. Wir haben geschlafen. Aber ja, wegen Drogen, das ist möglich. Wir wissen nicht, ob es die Polizei war oder ein Auftragskiller.
Domingo soll angeblich mit Drogen gedealt haben und hatte sich zuvor der Polizei wegen seiner Drogensucht gestellt. Er hinterlässt seine hochschwangere Frau Elizabeth. Wussten Sie, dass Ihr Mann Drogen nahm? Er konsumierte nur, das ist alles. Ich weiß nicht, ob er mit Drogen gedealt hat. Alles, was ich weiß, ist, dass er es genommen hat. Warum hat er Drogen genommen? War das wegen der Arbeit? Gegen die Müdigkeit? Ja, wegen der Arbeit. Er fuhr ein Fahrradtaxi und nahm es, um nicht einzuschlafen. Welche Droge hat er konsumiert? Shabu. Aber die Mutter von 4 Kindern verlor in dieser Nacht nicht nur ihren Mann. Eine Kugel traf ihren Sohn Francis in den Kopf. Er wurde nur 5 Jahre alt. Was hat dieses Leben zerstört? Waren es die Drogen oder die Polizei? Ich denke, es war das, was er wusste. Sie wollten ihn ruhig stellen. Und der 5-Jährige? Warum haben sie ihn getötet? Vielleicht, weil er Augenzeuge war. Sie wollten keine Zeugen. Wie normal ist Tod in Manila? In Manila, during weekdays. Jeden Montag sterben mindestens 10 Menschen. Warum gerade montags? Es gibt ein Muster. Jeder Journalist, den du hier befragst, würde dir sagen, dass es jeden Montag viele Tötungen gibt. Zwei Schicksale von Tausenden. Küken auf dem Sarg sollen symbolisch auf das Bewusstsein des Mörders einpicken, damit der Killer sich stellt. Doch bisher ist nicht abschließend geklärt, wer für den Tod von Vater und Sohn verantwortlich ist. Auf den Philippinen ist der Kampf gegen die Drogen außer Kontrolle geraten. Ich will mir selbst ein Bild von den Zuständen im Land machen. Es ist Montag. An diesem Tag gibt es statistisch die meisten Opfer. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen der philippinische Journalist Sherwin und seine Kollegen ihren Arbeitstag. Sie sind zu Protokollanten einer Menschenjagd geworden. Yes. Das hier und Sherwin, möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. So. Jetzt warten wir. Ja, wir warten. Wie wirst du kontaktiert? Gewöhnlich durch einen Tippgeber innerhalb der Presse. Wenn es einen Mord gab, irgendetwas in Manila passiert, werden SMS verschickt. Und dann, jedes Mal, jede Nacht, stürmen die Leute sofort zum Tatort. Denn besonders in Manila transportieren sie die Leiche innerhalb von 20 bis 30 Minuten ab. Also müssen wir uns beeilen. Ja, genau. Wie lange wartet man für gewöhnlich? Gewöhnlich fängt es um 21 Uhr an. Von 21 bis 23 Uhr gibt es die Tötungen. Es ist so zynisch. Ich will keine Tötung, aber es ist ein Teil unseres Jobs, dorthin zu gehen. Es ist so seltsam. Ja, das ist sehr seltsam. Wenn es Nacht wird in Manila, ist die Jagd auf angebliche Drogenkriminelle eröffnet. Und wir müssen nicht lange auf die erste SMS mit einer Wegbeschreibung zu einem Tatort warten. Sind die Leichen noch da? Ich glaube, die wurden schon abgeholt. Wirklich? Die wurden abgeholt? Danke. 3 Tote. 3 Tote? 2 hier und einer dort. Shabins Handy steht nicht still und schickt uns quer durch die Hauptstadtregion. Immer neue Orte, immer mehr Opfer. Die Leiche wurde schon entfernt. Oft bleibt unklar, ob korrupte Polizisten ihre Spuren ins Milieu verwischen, Sicherheitskräfte in angeblicher Notwehr handeln oder ob Auftragskiller auf Motorrädern eine Rechnung begleichen. Wie viele wurden hier getötet? Einer. Einer? Und gibt's andere? Insgesamt 4. Einer ist da hinten. Thank you. Was ist passiert? Die eine Leiche wurde schon durch die Polizei weggebracht. Dann versuchen wir unser Glück dort. Dort ist ein anderer.
Es klingt makaber, aber für Sherbin sind die blutigen Nächte zu seinem Arbeitsalltag geworden. Es ist drin im Haus. Seit einiger Zeit sollen Tote schneller vom Ort des Geschehens abtransportiert werden. Womöglich auch, um weitere Negativpresse zu vermeiden. Die Arbeit der Journalisten bekommt umso mehr Bedeutung, seit Vorwürfe laut werden, dass Beweismittel manipuliert werden und es keine seriösen Ermittlungen gibt, wenn Menschen infolge von Polizeieinsätzen sterben. Hier ist keine Polizei, nichts. Ich gehe jetzt mal hin. Also ich stehe jetzt direkt an dem Tatort. Hier wurde vor einer halben Stunde jemand erschossen. Die nächtlichen Einsätze an blutigen Tatorten heißen bei den Journalisten Friedhofsschicht. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, dass die Killer nicht noch vor Ort sind und nach neuen Opfern suchen. Also es gibt verschiedene Gerüchte. 4 Männer mit einer Maske oder die Polizei hat einen Einsatz geleitet. Was auf jeden Fall sehr auffällig ist, es sind mittlerweile sehr, sehr viele ausländische Journalisten da, die genau hier hingucken, was in den Philippinen passiert. Thilo und Sherbin versuchen, mehr über den Fall in Erfahrung zu bringen. Wer ist für diesen Tod verantwortlich? Und wie so oft ist es, wenn man in Ländern ist, in denen nicht genau raus ist, wer hier wen umbringt, also ob die Polizei sich Masken aufzieht und hier reingeht und Leute erschießt, es ist immer so, dass wenn man neben Polizeiwagen steht, sich unsicher fühlt. Auch ein Gefühl, was mir bekannt vorkommt. In dieser Nacht bleiben viele Fragen offen. Später erfahren wir von Pressekollegen, dass hier ein 20-Jähriger während einer Polizeioperation ums Leben kam. Ein weiterer Fall von polizeilicher Notwehr für die Statistiken? Im Wahlkampf hat Duterte versprochen, die Philippinen in 6 Monaten drogenfrei zu bekommen. Die Deadline ist abgelaufen, aber der tödliche Krieg gegen Drogen, vor allem Shabu, wie Crystal Meth hier genannt wird, geht weiter. Um zu verstehen, woher die Toten der Nacht kommen, gehen wir in die Elendsviertel von Manila. Die Behörden bestreiten, dass Dealer und Süchtige bei Polizeieinsätzen gezielt getötet werden. Ich bin hier mit der Polizei verabredet, die mir zeigen will, wie sie die Drogenkriminalität bekämpft. Das hier ist Barangay 649. Wir werden Oplan Tokhang durchführen. Ist es sicher hier oder ist es gefährlich? Es ist sicher. Wir sind hier, um dich zu beschützen. Oplan Tokhang. Klopfen und Fragen heißt die Kampagne der Polizei, bei der vermeintlichen Dealern oder süchtigen Hausbesuche abgestattet werden. Sie sollen dem Rauschgift abschwören und sich den Behörden stellen. Über 7 Millionen Haushalte sollen seit Beginn der Antidrogenoperation bereits überprüft worden sein. Einfach reingehen? Ano, dati kang ano, dati kang gumagamit. Opo, sir. Ano nang ano ngayon? Matagal na po kung di na nag-aantay. Ilang buwan na kayo minto? Matagal na po, sir. Mga ilang buwan? Nag-umpisa na po nung... Mga ilang buwan? Mga June, July. Basta mula po nung nag-start ko siya. She told me that... Sie hat mir gesagt, dass sie aufgehört hat, illegale Drogen Shabu zu nehmen, seitdem Präsident Duterte mit seinem Programm angefangen hat. Im Juli. July. Dito kayo, dito kayo. Oh, dito kayo. Parang. Hast du aufgehört, Drogen zu nehmen, weil du Angst hattest, getötet zu werden? Minto ka raw dahil natatakot ka na baka mamatay ka. Ja, deswegen. Ich habe so Schwierigkeiten, das zu glauben, um ehrlich zu sein. Nächste Tür? Alles in Ordnung hier? Ja, alles in Ordnung. Thank you very much. Laut Polizeiangaben sollen sich bereits über 1 Million Menschen als Drogensüchtige und Dealer registriert haben. Die Namen von Verdächtigen und denen, die sich gestellt haben, landen auf den Beobachtungslisten der Behörden. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich viele davon später in den Todesanzeigen wiederfinden lassen. Mittlerweile bin ich davon fest überzeugt, dass das hier eine Vorführaktion für die Presse ist, damit alles funktioniert. Diese Menschen dort haben auch aufgehört, Drogen zu nehmen, und ich soll sie fragen, warum. Warum habt ihr aufgehört, Drogen zu nehmen? Wir haben einfach Angst wegen der 4 Morde hier, seit Duterte im Amt ist. Wurden Freunde von euch getötet? Schon viele. Hatten sie mit Drogen zu tun? Hatten sie.
Kannst du sie fragen, wer sie tötet? Das wissen wir nicht. Drogensucht mit Angst bekämpfen. Kann das eine langfristige Lösung sein? Auch Rehabilitationsmaßnahmen sollen die Menschen von Drogen befreien. Bisher ist allerdings das Personal knapp und Entzugseinrichtungen oft überfüllt. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Vorführaktion war, um zu zeigen, wie perfekt das Programm von Präsident Duterte funktioniert. Glaubst du den Leuten, dass sie clean sind? Nein. Weil einer sah nicht danach aus. Aber das müssen sie doch auch sehen. Ich kenne mich mit Chabu nicht aus, aber er sah nicht gerade gesund aus. Deswegen gab es zwei Polizisten, die da geblieben sind. Die zwei Polizisten mit Maschinengewehren. Vielleicht sind sie dir aufgefallen. Sind die Polizisten Helden, die die Straßen sicherer machen? Oder mörderische Hand des Vollstreckers, wie Duterte auch genannt wird? Ich habe einen Termin mit Senator Trillanes. Im Namen des Anti-Drogen-Feldzugs geraten auch Politiker ins Visier. So wurde im Februar eine Duterte-kritische Senatorin verdächtigt, in den Drogenhandel verstrickt zu sein und verhaftet. Ich treffe mich mit einem politischen Gegner Dutertes, um zu erfahren, was er zum War on Drugs sagt. Haben die Philippinen ein Drogenproblem oder ist es wie in jedem Land? Sie haben Crystal Meth Konsumenten und es ist nicht anders oder mehr als zum Beispiel in den USA oder Deutschland. Unser Drogenproblem ist ernst, aber durchschnittlich. Nicht schlimmer als woanders. Aber Duterte kennt nichts anderes als Töten. Und so hat er Drogen zum größten und einzigen Problem erklärt. Und so konnte er sich als Lösung verkaufen. Es ist ein Produkt aus Marketing und Propaganda. Laut Duterte soll es 3 bis 4 Millionen Drogensüchtige geben. Andere Quellen sprechen aber von 1,7 Millionen Abhängigen bei etwa 105 Millionen Einwohnern. Doch bisher scheint Duterte keine Fakten zu benötigen. In einer Umfrage aus dem März diesen Jahres sind 77% der Teilnehmer zufrieden mit Dutertes Krieg gegen die Drogen. Sein War on Drugs ist ein Fake War. Er hat kleine Drogendealer und User töten lassen. Und was am schlimmsten ist, Unschuldige. Aber der größte Druglord ist ein alter Bekannter von Duterte. Der bleibt unangetastet. Das ist das Problem.